Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wir bringen gerade in Erfahrung, was es mit Zero Dawn auf sich hat. Und schauen mal, ob wir jetzt noch weitere Antworten finden. Titan. Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Oh nein. Sonne und Schatten. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Dann wollen wir den Leuten mal zeigen. Das ist schwächer. Friedenswächter, dass ich nicht lache. Ganz toll. Nicht getroffen. So, jetzt geht's. Er ist da oben. Oh mein Gott. Ich habe mir sowas schon gedacht, dass er das da oben kaputt schießen kann, aber. Ja? Es hat sich gerade bestätigt. Okay. Ja. Hat schon mal super geklappt. Ich würde sagen, wir versuchen den einfach einzufrieren. Wir versuchen das einfach mal. Können wir eigentlich überspringen, oder? Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Haben wir ja jetzt gesehen. Das heißt, wir sollen uns hier ab. Der wundert sich einmal, was hier los ist. Oder auch nicht. Und dann hoffen wir mal, dass wir den auch gut einfrieren. Alles klar. Jetzt hat den jetzt weggemacht. Was für ein Move. Wir versuchen es einfach. Zusammenreißen und kämpfen. Das geht auch. Erstmal Typ mir so drin. Die gehen mir sehr auf den Nerven. Nicht aufgeben jetzt! Ja, genau, kill mal da rein. Leute.
mal gar keinen Schaden drauf. Ah, er ist halt eh fast tot. 90 Schaden. Ernsthaft? Das war's. Okay. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? Tja. Das ist schon heftig, die Dinger. Also mit Feuer ist, glaube ich, doch besser, weil der empfindlich fürs Überhitzen ist. Einfrieren ist dann doch nicht so das Wahre. Aber geht ja eigentlich ganz gut. Weil wir die Rüstung, glaube ich, zumindest auch auf Fernkampf ausgerichtet haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Münzen und ein paar Heiltränke. Auch noch Kisten. Alles voll. So. Dann geht's ab. Mal rein. Ist noch ein Text. Abbau der Biosphäre. Bericht Abbau der Biosphäre August 2065, vertraulich. Trotz verbesserter taktischer Fähigkeiten der Elite- und Zivilistengarde-Einheit und vielen hart umkämpften Einsätzen an Schauplätzen in Mitteleuropa, der Antarktis und der Pazifikregion konnte weder die Vormarschgeschwindigkeit noch die Biomasseverbrauchsrate der Pharao-Plage verlangsamt werden. Die Schädigung der Biosphäre übertrifft in sämtlichen Bereichen bereits den Stand von 2038 und vergrößert sich täglich. Die Prognosen zur Ausrottungszeitlinie sind unverändert. Der Atmosphärenkollaps wird für Mitte November 2065 angenommen. Die Vernichtung der ausgesetzten menschlichen Bevölkerung für Februar 2066. Die Ausrottung der makrobiotischen Landorganismen Ende März 2066 und die Ausrottung der Meereslebewesen Anfang 2068. Aha, die fortgesetzte Geheimhaltung hinsichtlich Projekt Zero Dawn. Das Verschweigen seiner Wirkmechanismen und des Abschlusszeitpunkts macht es notwendig, Zero Dawns Auswirkungen oder das Fehlen desselben auf die Ausrottungszeitlinie vorherzusagen. Der Sauerstoffabbau in der Atmosphäre und toxische Emissionen bleiben die größte Umweltbedrohung für Operation Enduring Victory sowie für die Zivilbevölkerung und die Tierwelt. Der Atmosphärenkollaps wird aktuell für Mitte November 2065 vorhergesagt. Danach werden Militärkräfte Atemgeräte benötigen, um im offenen Gelände agieren zu können. Zivilisten können nur im versiegelten Gebäude überleben. Trinkwasserknappheit logischerweise. Militärschlag, Eskalation. Ja, es geht alles den Bach runter. Aber irgendwie, also es scheint ja auch den Bach runtergegangen zu sein, aber dann scheint es ja irgendwie so ein Reboot bekommen zu haben, die Welt, sag ich mal. Bevor wir uns das jetzt angucken. Dr. Sobek, wie
gesehen wurde die Wichita-Linie durchbrochen. Es sind 5 Horus-Titanen durchgekommen. Kontakt in etwa 34 Stunden. Es ist alles in Position, General. Ich muss da ein bisschen tricksen, um alles zu schaffen, aber Zero Dawn ist voll funktionsfähig. Startklar. Dann hat Enduring Victory seinen Zweck erfüllt. Ja, nur einen Tag weniger und... Ich habe Ihnen eine kodierte Datei geschickt. Doktor, archivieren Sie sie doch für mich. Ich tue, was ich kann. Was ist es? Eine Erklärung. Eine Liste von Verbrechen, könnte man sagen. Sie bekennen sich schuldig? In den letzten 16 Monaten leitete ich das entsetzlichste Massaker an Militärpersonal und Zivilisten in der Geschichte der Geschichte. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Nicht mal zusammen kommen die da irgendwie ran. Sie haben nicht getötet, General. Nicht direkt. Aber ich habe auch nicht den höchsten Kommandeur der Vereinigten Staaten verärgert, indem ich gegen die Automatisierung stimmte. Schon vor dem Schwarm, Doktor, habe ich den Tod unterstützt. Und damit meine Taten nicht in Vergessenheit geraten, habe ich Ihnen die Datei geschickt. Die Nachwelt soll mit klarem Blick über mich urteilen. Ich archiviere Sie, General. Sie sollten bedenken, dass es ohne Ihre Taten, unsere Taten, gar kein Urteil irgendeiner Nachwelt gäbe. Vielleicht, Dr. Solbeck. Rühren, General. Leben Sie wohl. Gott steh uns bei. Okay. Dann gucken wir mal. Danke, Dr. Solbeck. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ihr danken, nach dem, was sie gesagt hat? Dr. Solbeck hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ihr alle danken. Ja, aber... ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Solbeck es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Solbeck, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elisabeth getan? Eine Menge Soldaten geopfert. Für Zero Dawn. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle.
den Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkater. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eklipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash. Verwegen. Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Mist? Fragezeichen. Wahrscheinlich gab es einen viel leichteren Weg. Da hoch, da hoch, da hoch. So, und jetzt hier über den... nach unten. Okay. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Ja, schon ganz cool. Ah, man könnte da auch wieder rein. Okay. Ja, wortwörtlich ans andere Ende der Karte. Wir haben wieder zwei Fähigkeitenpunkte. Und mal die Kapazität. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Also ist Zero Dawn ein Projekt zum Reboot der ganzen Welt, so gesehen. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. So richtig schlau werde ich da draus noch nicht. Aber man wird sehen. Und vor allem... das erklärt auch noch nicht diese Maschinen. Die scheinen ja auch irgendeinen Zweck zu erfüllen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nämlich mal das Banuk-Lager an. Huch! Wo kommt denn hier ein Händler her? Können wir wieder direkt Sachen verkaufen? Kauft die denn? Nö. Jetzt müssen wir halt gucken. Wir reisen mal hier hin zum Lagerfeuer. Dann müssen wir da nicht um den ganzen Berg drumherum latschen. Und es lädt ja auch relativ schnell. Dann pfeifen wir uns hier. Reitmaschine, Grüße. Da. Guten Tag.
in diesem Banuk-Lager sollen ja angeblich die... Ist das wieder so eine Attrappe? Scheinbar nicht. Genau. Ich bin längst weg. Das muss das Banuk-Lager sein, von dem Bilgund erzählt hat. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Die Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Cool. Al-Averak ist hinter unserer Herde her. Wir werden zuerst zuschlagen, aber wir müssen schlau vorgehen. Was haben sie denn hier erledigt? Ist das ein Donnerkiefer? Ja. Gesundheit und tragfähiges Eis. Cool. Können wir mit den Leuten hier reden? Und denen Sachen klauen? Schamane, versuchst du auch die Maschinen hier zu verstehen? Ja, Nora. Und ich lasse mir bei meinen Studien Zeit. Unter dir, mir und den Geistern, ich genieße den Frieden. Nicht nur den der Maschinen. Es ändert sich so manches in Ban-Ur. Die Jäger und Schamanen streiten immerzu. Worüber? Wie man in der harten Welt besteht. Die Jäger, sie wollen nicht, dass alles wie früher wird. Und wir Schamanen können immer weniger Erklärungen geben. So viele sind im Exil, auf Wanderschaft. Hier streitet niemand. Nun, da kommt mir ein Rätsel recht. Ja, in diesem Hain konnte ich die stählerne Flanke einer Killermaschine streicheln, ohne angegriffen zu werden. Es ist man sagt sogar, das Eis im Hain ist erfüllt vom blauen Licht, dem Ruf der Geister. Die letzte Jagd war sehr erfolgreich. Wenn man schnell zuschlägt, muss niemand hungern. Ich habe meinen Wert in hunderten Jagden unter Beweis gestellt. Und es werden noch hunderte folgen. Dieses Land ist voller Lärm. Mit wem müssen wir denn jetzt hier reden? Lärm. Keine Geräusche. Ein anderer Verak ist hinter unserer Herde her. Wir werden zuerst zuschlagen. Aber wir müssen schlau vorgehen. Gucci, Gucci, Gucci. Die Maschinen so aus der Nähe zu sehen, das... Grasadung. Ah, wie bitte? Gefrorener Grasadung. Der Verwüster führte mich her. Er war bei den Rivalen. Er tötete einen Eisjäger. Er riss ihn in zwei. Ich nahm die Herausforderung an. Doch als er zum Lager kam, wurde er sanft. Aber ist das nicht gut? Tikuk sagt, ein Geschenk. Ein Geschenk ist bloß etwas Unverdientes. Die Maschinen sollen uns eigentlich herausfordern. Und jetzt bewache ich hier die Schamanen. Ein anderer Verak ist hinter unserer Herde her. Wir werden zuerst zuschlagen, aber wir müssen schlau vorgehen. Können wir hier noch mit irgendwem reden? Irgendwie? Haben wir hier schon mal eine Aufgabe, mit allen zu reden? Nora Kleidung ist für das Land der Banuk nicht geeignet. Sie würde sich in Ban-Ur zu Tode frieren. Das Land der Banuk ist schroffer als unseres. Das Jagen ist hier entspannend. Grüßen. Man kann die alle nur grüßen. Kann man mit irgendwem hier noch reden? Das ist denn hier unsere Aufgabe? Rede mit dem Banuk. Die Götter, die Maschinen beruhigt haben und fertig werden lassen? Ist das wirklich zu glauben? Die Geister haben uns ihre Maschinen an. Wenn man hier hochläuft. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Ich bin der beste Jäger meines Veraks. Niemand macht mir diese Position streitig. Dann müssen wir einfach hier hoch.
Oder? Ich weiß es nicht. Die Grauhabichte warten nur ab. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Über eure Scherbenbörsen hinaus! Ihr könnt uns nicht... Schickt Wilgund dich? Er hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ah, eine faire Einschätzung. Warum habt ihr losgelassen, ihr Haufen Holzköpfe? Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lass mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Sie haben es verbockt. Hochentwicklerprozessor, schwer beschädigt. Das ist lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Ja, Profitgier macht wieder alles kaputt. Das sind wahrscheinlich... ja, das wird das Banuk-Lager da unten natürlich komplett auseinandergenommen. Schnell hin. Ich kämpfe Nein, schon. Nein, der Angriff hat schon begonnen. Maschinen sind wütend. Bleibt weg von ihnen. Aufspielen. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Ja, greif mich an. Ich habe keine Angst. Du bist am Ende. Das Geschenk von mir. Jetzt dauert's nicht mehr. Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins. Ich habe keine Angst. Ja. So viel zu Tifus Frieden. Es war nur eine Nebenwirkung. Er wird nicht glücklich darüber das sein. Ging schnell. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier draußen. Halt. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig.
Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, statt Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Tja. Naja, konnten wir das jetzt nicht verhindern, dass die hier weiterhin in Frieden mit den Maschinen leben können. Aber wir haben es immerhin versucht. Mehr konnten wir jetzt auch nicht tun. Und damit verabschiede ich mich und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Arvis.